Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Wir beobachten Hühner draußen im Garten. Nein, natürlich zu Minecraft. Wir haben uns ja hier in unserem kleinen Gasthaus niedergelassen. Noch sind keine NPCs zu Gast. Das finde ich ein bisschen frech, aber okay. Aber wir haben noch Wolle dabei. Wir wollten ja noch ein bisschen rumexperimentieren, was hier so Teppiche angeht. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht, ja, ist nicht viel Platz, aber doch, hier könnte man uns zum Beispiel einen hinlegen. Machen wir einfach mal. Wozu haben wir das Zeug denn dabei? So. Haben wir 18 Teppiche, das sollte erstmal ausreichen. So. Hier ist es jetzt natürlich mit der Breite ein bisschen doof. Wir könnten aber hier das so auslegen. Oh doch, das passt eigentlich ganz gut. So, wie viel haben wir? Noch mehr? Ach, wir verbrauchen einfach mal alles. Wir haben ja genug Wolle da. Da geht das voll klar. So, den Rand würde ich vielleicht sogar gerne noch freilassen. Dass das so ein bisschen steht. Hier ist es ein bisschen doof mit dem Rand, weil dann wäre der Teppich nur ein breit. Aber das geht schon klar. Ja, doch. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Oben können wir ja mit Himmelblau arbeiten. Ja, oder hellblaue Wolle. Oder mit hellblauer Wolle an sich. Ich dann hier auch sowas? Aber die ist aber auch schon ganz schön grell. Ja, was soll's. Sieht ein bisschen aus wie so ein Badvorleger. Ein Außenhaus haben wir ja auch noch nicht. Erstmal weg mit der Wolle hier. Weg, weg. Verschwinde. Zwei der eigentliche Sinn, warum wir hier Teppich legen, weil hier in der Konstruktion halt eine Designentscheidung war, die so nicht anders gelöst werden kann. Aber ach, hier mit Blau finde ich das wesentlich besser. Huch. Stimmt, die kann man ja übereinander bauen. Ja, da kann das auch voll bleiben. Nö, Blau ist okay. Geht voll klar. So, hier lassen wir mal den Flur so wie er ist. In der zweiten Etage halt blau, unten orange. Hier will ich nicht unbedingt Teppich auslegen. Hier müssen wir auf jeden Fall noch eine Küche reinbauen. Und ja, so weit, so gut. Also, ja doch, gefällt mir eigentlich ganz gut. So, der kommt hier alles rein. Diamanten. Okay, geil. Erde brauchen wir auf jeden Fall noch. Wir haben auch noch weiße Wolle. Interessant. Ton brauchen wir jetzt effektiv erstmal nicht. Den Rest jetzt auch noch nicht. Was ich aber mal probieren wollte, das fällt mir jetzt noch ein. Dazu brauchen wir aber Glas. Oder geht das auch so? Ich probiere mal was. Die Frage war nämlich buntes Glas. Ob das geht. Und ich weiß, es ging irgendwie so. War das so? Nein? Dann doch das andere Glas. So, alles zusammen. Mist. Von dem anderen Glas haben wir aber jetzt. Wir haben ja alles schon in Fensterscheiben reingeballert. Wir machen es uns einfach. Wir haben ja noch ein paar Steine. Wir brauchen ja hinten eh noch eine Küche. Also bauen wir uns erstmal einen Ofen. So, hier kommt hier in die Ecke. Kommt ein wenig Kohle rein. Naja, so viel muss es nicht sein. So reicht. Und wo habe ich jetzt... Ja, ich habe da runtergetan. Naja, das war ja super schlau. Hier können wir mal ein bisschen Sand braten. Einfach, weil wir es können. Ja, vielleicht ein weniger. Dann sind das genau 8. Dann brauchen wir nämlich nur ein Kohle. Sind wir super effizient auch noch. Obendrein. Bevor die Kohle einfach so langsam vor sich hin schnorkelt. Das brauchen wir jetzt hier auch nicht. Den Rest würde ich... Weißer Teppich? Den brauchen wir auch nicht. Den Rest würde ich aber gerne mitnehmen. So, lass mal erstmal an der Kathedrale weiterarbeiten. Aber erst lege ich jetzt die Musik neu auf, weil die ist gerade alle gegangen. Hoffentlich kommt jetzt keine Ente rein. So. Tack, tock, tack. Sehr schön. Ein paar Eier. Peng, peng, peng. Oh, habe ich gerade einen kleinen... Oh, nee. Dachte, doch.
Der ganz kleine Dorfbewohner, euch, der Kleine, ich, der Jüch. Aber schon ein Bart. Ja, wie Chuck Norris, ja. Ja gut, das ist sowieso so eine Männergesellschaft. Da muss ich auch mal gucken, vielleicht gibt es ja auch noch die Möglichkeit, da auch weibliche NPCs irgendwie mit reinzubringen. Gibt's bestimmt, aber geht das? Verdammt. Okay, egal. Eine Tür haben wir sogar schon ausgerüstet. Perfekt. Zack. Jetzt haben wir schon eine Tür. Die total sinnlos ist, weil wir einfach drum rumgehen. Oh. Aber eine Tür. Erstmal haben. Haben ist besser als brauchen. Hey, die Erde. Dann machen wir auch die Lücke gleich dicht. So viel Erde, wie wir übrig haben, da kann man das mal machen. So, ja. Und das machen wir auch gleich dicht. Weil es gehört ja genauso dazu. Zum Außenbereich. Wir wollen ja das Fundament nicht sehen. Das ist ja nur so für uns zur Eigenbestimmung. Hier drin wird ja sowieso noch alles ausgebuddelt. Das macht also keinen Unterschied. Hier könnte man noch, aber das passt schon. Ja, gut. Wie habe ich das hier gebaut? Ist ja so eingelassen, ne? Aber wie? Hier vorne hört es auf. Das bedeutet... noch eine zweite Reihe. Okay. Das kriegt man alles hin. Alles nicht das Problem. So, jetzt haben wir natürlich die Musik effektiv nicht, weil wir zu weit weg sind. Huch. Da ist ja einfach... Nö. Egal. Bauen wir einfach drüber. So in der Mitte war dann dieser Einlass. Sehe ich das richtig? Mal nochmal gucken, ja. Ah nein, das ist die zweite Reihe. Die dritte Reihe geht... Ach ja. Steht das noch ein bisschen vor? Ah. I see what I did there. Ja, mehr oder weniger. Jetzt machen wir es ja doch wieder auf. Naja, egal. Wir machen es ja gleich wieder zu. Daher ist das okay. Erstmal was machen. Nam, nam, nam. Und dann erstmal so ein paar halbe Platten legen, damit wir hier einen Boden haben. Und dann nicht mehr in die Lücke reinfallen. Mhm. Jetzt muss ich immer aufpassen, nicht, dass ich hier aufs Gras baue. Wir wissen ja, wie das endet. Dann kommt da wieder so ein Stein so doof rum und dann ist alles kacke. Das wollen wir ja nicht. Die Tür kommt dann folglicherweise... Nee. Ja, doch, das könnte hinkommen. Jetzt müssen wir einfach bloß nachbauen, wie wir es drüben gemacht haben. Wahrscheinlich erstmal einen Türrahmen. Davon gehe ich stark aus, ja. Sonst würde es nicht gehen. Hm, sieht schon mal so aus wie da auf der anderen Seite. Hier machen wir nochmal kurz ein bisschen Erde rein. Hm, Dankeschön. Da ist Blümchen, nehmen wir auch mit. So. Ach doch, sieht eigentlich sehr heimlich aus, das Gasthaus. Und auch sehr groß. Sticht ein wenig hervor. Aber okay, wir haben was hier gemacht. Hier ist auf jeden Fall dieser Rahmen. Dann ist nochmal ein Rahmen groß drumrum. Und dann nochmal ein Rahmen groß drumrum. Okay, das ist eigentlich eine recht simple Bauweise. Krieg mal hin. Oh ja. Aua. Ja. Ja, jetzt im Nachhinein, wenn man sich es einfach bloß abguckt, von dem, wie wir es vorher gebaut haben, recht einfach. Hui. Au. Ne? So, und jetzt kommen die Feinheiten wieder rein. Das heißt, die Feinheiten. So viele sind es ja nicht. So, mit simplen Schritten haben wir einfach so einen runden Torbogen gebaut. Also mehr oder weniger rund. Aber für den Einlass passt es ja. Ja. Im Prinzip können wir ja an den Seiten ja den ganzen Kram auch wegmachen. Aber wir lassen erstmal dran. Wer weiß, wie wir hier noch weiterbauen. Und es wird schon wieder dunkel. Also ab heim.
ins Bettchen. Zumindest ins Gastarbeiterbettchen hier. Die Musik trällert immer noch schön vor sich hin. Das finde ich gut. Ding, tong. Ach ja, mit dem Teppich hier sieht das auf jeden Fall wesentlich gemütlicher aus. Kann man machen. Geht voll klar. Zack, schlafen. Ups, schon wach. Naja, kurze Nacht. Aber wir sind ausgeruht und fit. Hoffe ich zumindest. Die Blümchen können wir ja wegtun. Halt, wir hatten ja noch das Glas. Das wollte ich ja mal ausprobieren. Glas, Glas, Glas. Glas, Glas, Glas. Oh, wir brauchen mehr Sand. Müssten eigentlich auch mal eine Wüste finden. Da war auch in den Kommentaren geschrieben worden, dass man doch in der Nähe von Wüsten oft einen Dschungel findet. Ist aber mal so aufgefallen, wir haben ja auch noch nicht effektiv eine Wüste gefunden, oder? Wir waren im Tonbiom, aber... So, hier, roten Farbstoff. Gelben Farbstoff. Ich will mal probieren. Ich glaube, das war jetzt so. Naja, 8. Mehr gibt es sowieso nicht. Oho, rotes Glas. Ach, das hat ja... Ach du Schande. Oh, das ist ja cool. Kann man da jetzt auch so Fenster draus? Geil. Oh, ist das geil. Oh. Ja, ich will sie jetzt nicht platzieren, aber das ist ja für unsere Kirche wie geschaffen. Also für die Kathedrale. Na gut, wir können ja mal testweise mal ein bisschen rumprobieren. Ein paar Eier. Zack. Kam direkt erstmal ein Hühnchen raus. Hammer. Oh, da müssen wir jetzt mal gucken. Wie macht man das? Ich wusste gar nicht, dass das bunte Glas in dem Texture Pack so geil aussieht. Oh. 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 Fangen jetzt hier einfach mal an zu bauen. Mach mal ein großes Fenster, würde ich fast schon sagen. Achso, jetzt habe ich keine Steine mehr. Ah, doch, wir haben noch Steine. Alles ist okay. Hier ist alles super. So, mit Öl. Und da das... Moment, zwei in der Mitte? Doch, da könnte man tatsächlich... hier nochmal so ein Zwischending ziehen. Wisst ihr, wie ich meine? Das dann quasi... hier... Achso, das, ja, das kann jetzt ja zu... Ich denke, das geht voll klar. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das aussieht hier. Mega. So eine halbe. Ich will jetzt nicht immer dieselben. Wir müssen mal mit verschiedenen Glas rumprobieren. Wir brauchen auf jeden Fall Sand. So ein Zufall aber auch. Na, guck mal. Schaufelhammer. Ja, das wird sowieso alles hier... weggehauen. Eingeebnet. Für die Wissenschaft hätte ich jetzt fast gesagt. Zum Wohle der... keine Ahnung. Zu irgendeinem Wohle. So. Irgendwer wird schon was davon haben. Sagen wir es einfach mal so. Sand, Sand, Sand. Ganz viel Sand. Mal kurz Luft holen. Oh, Kohle. Was es hier nicht alles gibt. Jetzt ist unsere Schaufel kaputt gegangen. Ja, dann tauchen wir mal doch ausnahmsweise auf. Ah, das ist voll cool mit den... Yeah. Geht das? Yeah. Mit diesem Glas, mit dem bunten Glas. Boah. Nur. Hier können wir auch eine Werkbank hinsetzen.
Auch wenn wir weiter vorne, glaube ich, einer. Ja, gut. Jetzt hab ich, vor allem, wir haben jetzt wieder eine neue gebaut. Wir haben 5000 irgendwo rumstehen. Einlagern. Wir bauen uns einfach immer wieder neue Dinger. Aber okay. Pass auf, dann machen wir es hier sicher. Ich stelle auch einen Ofen hier hin. Wenn wir einmal so verschwenderisch sind mit unseren Materialien, dann sind wir gleich richtig verschwenderisch. So sollte erstmal reichen. Sand. So. Mehr Sand. Also Sand aus dem Meer. Plopp. Selber mal. Weiß nicht, wie viel Sand hier ist. Geil. Müssten langsam mal auftauchen. Luft holen. Und wieder zurück. Ja, willkommen zu Taucher-LP. Nein, natürlich nicht. Ah, gut. So. Ich rede mal nicht über das Thema LP im Namen. Da habe ich meine eigene Meinung zu. Man muss ja nicht immer was darüber sagen. So. Reicht auch als Kommentar, würde ich fast schon behaupten. Da haben sich schon genug Feinde gemacht. Hier haben wir noch ein bisschen Sand. Auf jeden Fall. Zack und zack. Kommt natürlich auch mit rein. Da haben wir ja schon wieder ein bisschen zusammen, um uns ein neues buntes Glas zu bauen. Buntes Glas. Oh, mehr buntes Glas. 16 Stück. Voll geil. Was passiert eigentlich, wenn man so viele bunte Gläser zusammenbringt? Ich weiß es nicht. Da kann man richtig schön, richtig hübsch machen hier. Haben mehr. Geil. Ich würde fast sagen, das rote Glas können wir öfter verwenden. Und dann immer so im Wechsel und dann wird das Ding halt auch ein bisschen höher. Aber ihr seht, wo es hingeht. Jetzt schon Glas einbauen. Der Rohbau ist noch nicht mal fertig. Wir haben noch nicht mal die Grundmauern komplett gezogen. Aber jetzt schon Glas einbauen. Ja, das ist toll. Gut. Ist dann halt so. Wir brauchen mehr Bunt. Bunt. Gelb haben wir schon. Wir können ja orange färben. Aha. Wir können es ja noch orange machen. Gelb. Und hat man nicht auch noch rot irgendwo rumlümmeln? Ja, hier sind auch noch geroten. Oh, hier sind so viele Farben. Jetzt können wir erstmal rumprobieren. Na, so, zack. Gelb und rot und beide zusammen. Tada, orange. Gucken wir mal, was da so Schönes rauskommt. Hep, hep, hep. Ein Ei. Hä? Hat sogar getroffen. Cool. Das finde ich jetzt natürlich schon sehr geil. Oh, Level 30. Nice. Ja, gleich mal nachfüllen hier. So, haben wir genug Kohle. Ich möchte... Halt. Das war falsch. So. Und so. Oh. Orange ist klar. Oh, das sieht ja auch geil aus. Das sieht überhaupt das bunte... Warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Ja, Hammer. Guck's dir an. Ja, dann machen wir das immer so im Wechsel. Das ist eigentlich, finde ich, gerade eine schöne Idee. So. Reicht noch nicht, okay. Nicht so schlimm. Wir haben ja noch genug Steine. Noch. Reicht das jetzt? Ja, jetzt kommen wir auch hier rauf. Reicht aber nicht, um effektiv noch... Naja, egal. Aber echt kein Stein mehr? Nicht ein? Das ist doof. Aber ihr wisst, wo das Ganze hinführt. Ich mach's einfach so hier.
mopsen uns einfach ein paar Steine. Von Stellen, wo wir sie nicht brauchen. Hehehe. Huhaha, ich bin so böse. Ich mopse mir meine eigenen Steine. So. Joa. Joa. Dann können wir eigentlich auch nochmal eine Truhe hinstellen. Weil sicher ist sicher. Dann können wir nicht das ganze Cluster reintun. Was wir jetzt effektiv nicht brauchen. Oder erstmal nicht brauchen. So, was brauchen wir denn noch hier nicht? Das Orange, das geil war das hier. Was kriegen wir eigentlich hier für Zeug raus? Zack. Hellgrau. Können wir hellgraues Glas. Wir probieren es einfach mal. Ne? Brauchen mehr von dem rohen Glas. Dankeschön. Okay. 8 sollten reichen. Auch geil. Oh weia, das wird ganz schön enorm. Da können wir auch ein bisschen rumprobieren. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen und dann ist auch schon wieder die Folge vorbei. Na, so schnell kann es gehen. Ja, die Zeit fliegt, wie immer. Und wir sehen uns einfach morgen wieder, wenn es wieder heißt Minecraft. Hoffe, ihr seid dann auch dabei. Schön wär's. Ja, macht ja dann doch Spaß mit euch. Mehr Spaß auf jeden Fall. Und ja, bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und Sarah. Haut's rein und ciao, ciao.